Und wie ist der Empfang hier so? Wir kriegen Sport, Wetter. Oh, der Wissenschaftskanal. Schalt weiter. Hey, was ist das? Oh nein. Ja, so viel dazu. Das liegt nicht an meiner PlayStation. Ich weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum, aber in dem Remake haben sie es irgendwie verkackt, diese Szenen zu vertonen. Diese Raumschiff-Szenen. Ich weiß nicht wieso, die sind einfach nicht vertont. Ja, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall eine geräuschlose Szene. Aber egal, es geht jetzt sofort weiter. Oder auch nicht. Na gut, damit auf jeden Fall erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Ratchet & Clank 2. Schon wieder eine Cutscene. Wir kommen immer zu spät. Warum bloß? Na gut, sehen wir uns mal um und finden raus, wo er hin ist. Ja, ich weiß nicht, warum sie es verkackt haben, diese Szenen zu vertonen, aber das war auf jeden Fall nicht meine Schuld. Wie ihr hört, der Ton ist da. Aber relativ leise kann es sein. Warte mal. Na. Doch, es ist schon relativ leise. Wartet mal, ich mach mal kurz was am Ton. So, das sollte jetzt ein wenig angenehmer sein. Nein, hier. 50.000 Bolts haben wir. Sehr schön. Mal gucken, was es hier so Neues gibt. Ich glaube, hier gibt's. Ja, genau, diese kleinen Minions gibt's hier. Und ansonsten nichts. Und wir haben ja noch zwei Waffen, die wir hochstufen müssen. Also werden wir uns erstmal diesen Waffen annehmen. Zack und zack. So, und hier können wir dann jetzt auch mal die Verfolgerpistole etwas aktiver verwenden. Denn ich sollte vielleicht vorher Munition kaufen. Denn hier kommen relativ starke Gegner. Ja, kann man so sagen. Also gut, dann kommt mal her. Ja gut, die hier natürlich noch nicht. Aber da hinten sieht man schon einen. So. Zack. Ah, einer hat gereicht. So, zack, zack. Oh, die ganzen Balls einsammeln. So gut, dann können wir sogar tatsächlich... Das ist einer der wenigen Zielpunkte, die ich tatsächlich noch auswendig kenne. Können wir dann hier gleich einen Tierpunkt machen. Oh nein, 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 weg, weg, weg. Ich will die nicht durch Nanotech töten. Die sollen schon durch Waffen sterben. Ansonsten gibt das nämlich keine Erfahrung. So gut, dann fangen wir doch direkt mal an. So, und zwar ist sein Tierpunkt hier. Alles um diese Kugel herum wegzuschießen und dann am Ende dann noch die Kugel selbst abzuschießen. Das ist relativ schwer. Diese Ringe hier abzuschießen ist nicht das Problem. Aber diese Kugeln hier. So, den haben wir. Moment, wenn ich hier schieße, sollte ich den eigentlich safe treffen. Perfekt. Und bam. Und Explosion. Stilpunkt. Wunderbar. So, Verfolgerpistole zurück. Ach ja, die Dinger kann man irgendwie aus irgendeinem Grund auch angreifen. Fragt mich nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Zack, zack, zack. Drei Hyperangriffe reichen. Waren das Hyperangriffe? Ich bin mir nicht sicher. Hä? Komm, daneben vier. Leck mich. Nein, hier. Zack. Die Raketen, da kann man auch zerstören, aber das sparen wir uns jetzt einfach mal. So dringend haben wir die Bolts dann auch nicht nötig. Ach, die sind sogar One-Hit. Ich dachte, die halten zwei Schüsse aus. Ja gut, da kann ja auch mit leben, ne? So, da tarnen sie sich als Schaufensterpuppen. Gute Idee, Kollegen. Wirkt bei mir aber nicht. Komm. Zack, drei Schüsse reichen. Überlegen, hier gab es auch noch irgendwo ein Dings. Wie heißt es? Zack. Hier gab es auch noch irgendwo ein... Ah, hier ist auch noch einer. Hier gab es auch noch irgendwo einen Platinum Bolt, genau.
So, so. Oh, dieses Klingelgeräusch, ne? Das ist arschnervig. Also es ist im Spiel, das ist nicht irgendwie im Hintergrund von mir, das ist wirklich im Spiel drin. Keine Ahnung, warum sie der Meinung waren, das hier einzubauen, aber gut. Wir hinterfragen mal nicht die Soundwahl von Insomniac und hier hinten war das, ne? Ja. Ach, Verzeihung. So. Platin Bolt. Ich frage mich, wann wir den ersten Modifikationsverkäufer finden, weil hier sind die Platin Bolts dafür da, um Waffenmodifikationen zu kaufen. Hab ich, glaube ich, schon mal erwähnt, aber wenn nicht, dann egal. Dann habe ich es jetzt erwähnt. So. Dieser Weg hier ist übrigens nichts Besonderes. Der führt einfach. Was zur Hölle? Der führt einfach nur zu einem Dings. Zu einem Nanotech Boost, tatsächlich. Zack. So, ich hoffe, dass ich da hinten jetzt nochmal. Komm. Ah, nein. Ich habe für alles Munition bekommen, aber nur nicht für das, was ich brauche. Egal. Dann hantieren wir eben. Oh mein Gott, ich sterbe. Dann hantieren wir eben ein bisschen mit dem Wurfstern rum. Kommt schon, weg mit euch. So. Na, Leben ansammeln ist eigentlich unnötig. Hier oben gibt es sowieso Full Life. Zack. Und solche Sachen kann man an den verschiedensten Orten finden. So, dann kaufen wir nochmal schnell voll. Zack. Zack. Und dann kann es auch schon weitergehen. So, ihr bekommt ein paar Wurfsterne. Und hier hinten war schon sogar direkt noch ein Platin Bolt. Also die ich nicht weiß, packe ich dann halt in die Bonusparts rein. Aber die ich weiß, würde ich dann doch gerne im Let's Play holen, genau. Ich glaube sogar, dass wir dafür keinen Bonuspart machen werden. Also für die ganzen Platin Bolts. Ich glaube, ich werde die einfach ich glaube, ich werde das so ähnlich wie bei Crash machen, dass ich einfach das, was ich kann, schon im Let's Play hole und dann kurz vor Ende dann die Goldbolts hole, dann das Ende mache und dann halt mit Stilpunkten und alles und so anfange. Ich denke, das wird das Beste sein. So, wundervoll. Das kann jetzt eine Weile dauern, weil ich glaube, der Weg ist ein bisschen länger. So, zack. Und weiter geht's. So, hier brauchen wir jetzt den Terminator. Ich habe definitiv nicht vor, das Spiel, ganze Spiel über Geräte in meiner Schnellauswahl zu haben, weshalb wir des Öfteren mal das hier tun müssen. Zack. Das war auch das Schöne an Teil 1, da waren die Waffen nicht so notwendig und da konnte man auch Geräte in der Schnellauswahl haben. Aber, ja. In A Crack in Time wurde das am besten gelöst. Da hatte man einfach alle Geräte auf dem Steuerkreuz. Na gut, da gab es auch nur 4 Geräte. Hier gibt es, glaube ich, 5. Also wäre das mit dem Steuerkreuz schon problematisch. Aber in A Crack in Time haben sie es auf jeden Fall gut gelöst. Da hatte man alles auf dem Steuerkreuz und das war sehr, sehr angenehm. So und so. So, hier kommen. Oh lol, der Wurfstein levelt sogar fast. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Ist einfach cool, dass einfach die noch nicht mal Dings entwickelte Version, wenn man das jetzt irgendwie so nennen kann, von der Verfolgerpistole, einfach die Gegner one-hitted. Und das, obwohl ich eigentlich in Erinnerung habe, dass das relativ starke Gegner sind. Ich dachte immer, die brauchen 2 Hits. Na, komm. So. Komm schon, kriegen wir den? Ja, sehr schön, mit dem Wurfstern gekillt. Ich glaube, wir machen dann jetzt auch erstmal mit dem Wurfstern weiter. Außerdem levelt unser Nanotech jetzt schon wieder.
Zack. Und oh, oh ja, der levelt aber richtig hart. Zwei von den großen Gegnern besiegt und schon hagelt es hier Waffenerfahrungspunkte. Oh, guckt euch das an. Heilige Scheiße. Also, falls ihr euren Wurfstern leveln wollt, kommt hier hin. Gut. So, 14 haben wir noch. Vorsicht, hier sind jetzt viele. Oh, nice, Alter. Fast komplett gelevelt. So gefällt mir das. So, ich glaube, das war jetzt der letzte Gegner, oder? Ja, schade. Ich dachte, wir kriegen die auf dem Planeten noch gelevelt. Aber gut, dann rüsten wir mal den Dynamo aus, denn hier gibt es noch einen Platinbolt. Fuck. Fuck, ja, okay, dann kriegen wir die Waffe doch noch hier gelevelt. Weil wir den ganzen Weg nochmal laufen dürfen. Oh. Ja. Moment, Moment, Moment. Munition. Zack. Und okay, das ist voll. Lass mich in Ruhe. So. Und Wurfstern. Na egal, können wir so sehen, dass es Gratis-Erfahrung ist. Mehr oder weniger. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich schneide euch den Weg dahin, weil das ist eigentlich unnötig. Also, bis gleich. Bevor ich den Weg dahin aber schneide, fällt mir gerade mal ein, dass es doof wäre, die Waffe leveln zu lassen, während ihr nicht dabei seid. Also töten wir die und bekommen das Level up. Das ist sehr schön. So. Nun sind sie elektrisiert und das ist tatsächlich alles. Ich dachte, die teilen sich nochmal. Na gut, dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich da. So, und da sind wir wieder hier. Ja, sorry für diesen Fail, aber wir sind eben alle nicht alle perfekt. Gut, auf jeden Fall hier unten, genau da, gibt es eine Stelle für den Dynamo. Und dann öffnet sich da oben die Tür. Und so kommen wir in einen wundervollen neuen Platinbolt. Zack. Na, das zieht Zeit, Ratchet macht es nicht. Das Ding bleibt natürlich nicht unendlich offen. Also, zack, und rein da. Sehr schön. So, kommen wir wieder raus und dann können wir ganz normal weitermachen. Verfolgerpistole. Komm runter da. So, Munition bitte. Danke. Okay, es braucht doch drei Schüsse. Ich dachte, wenn man, ich habe jetzt extra gewartet, weil ich dachte, wenn man sie mehrmals angreift, haben sie so einen kurzen Unverwundbarkeitsframe, aber haben sie nicht. Psst, braucht ihr Schiff Verbesserungen? Angst geschnappt zu werden? Bei Slim Cognito ist Diskretion garantiert. Brauchen neue Waffen, Schilde oder ein neues Hyperraummodul? Wir halten alles für Sie bereit. Und vor allem halten wir den Mund. Wenn Sie also mal wieder auf der Suche nach einem legal anfechtbaren Geschäft sind, denken Sie an Slim Cognito, wo wir niemanden Rechenschaft ablegen, außer Ihnen. Schiffsausrüstung. Wir hätten genug Zeit, Slim einen kleinen Besuch abzustatten. Oder wir könnten uns mal diese Chemiefabrik ansehen. Vielleicht weiß da jemand, wo der Dieb hin ist. Ganz genau. So, ab jetzt können wir Schiffsausrüstung freischalten, wenn wir zu Slim fliegen. Fuck. Ey, ich warne dich, wenn ich jetzt wieder ganz hinten anfange, ne? Okay, gut. Und so. Zack, 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 zack. Oh, der ist auch schon relativ weit gelevelt. Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen verschnupft. Das ist nicht schön. Und vor allem auch sehr unpassend im Let's Play. Aber naja,
Der Körper macht, was er macht. Da kann ich nun mal leider nichts gegen tun. Oh Gott, ey, das ist echt schrecklich. So, dann wollen wir nochmal sehen, was sich in der Chemiefabrik befindet. So, ich hoffe, dass wir es jetzt in den 5 Minuten da noch durchschaffen, weil... wäre relativ wünschenswert. Hoch da, so. So, ich denke mal, auf die Gegner, auf die minimalen Erfahrungspunkte können wir dann auch verzichten. Die sind dann nicht so wichtig. Leck mich, lass mich in Ruhe. So, hoch. Das war gerade ein interessanter Sprung. Mach schon. Oh, diese Pumpen sind auch überhaupt nicht laut oder so. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es relativ lang ist. Ah, unschön. Aber okay. So. Auftauen. Und abtauchen. Oh, und in Teil 2 ist es ja auch so schön, dass man von Anfang an das Hydropack hat. Das ist wirklich angenehm. So, auftauen. Brücke rauslassen und dann da unten drunter durchschwimmen. Ist ein bisschen nervig, die Fabrik, weil sie irgendwie so ein kleines bisschen den Spielfluss unterbricht, aber naja, man kann es verkraften. So. Und eingefroren und so und können wir weiter. Zack, zack. Mich interessiert ja echt, was Ratchet für eine Sprungkraft hat. Ich meine, er kann schon relativ hoch springen für normale Verhältnisse. Und ja, dann kann er einfach sich von der Wand einfach so 100 Meter abstoßen, um halt zwischen so riesen Zwischenständen einen Wandsprung zu machen. Also, was der für eine Sprungkraft hat, die hätte ich auch gern. So, diese Stellen hier sind nervig mit dem Dings. Mit den Fischen. Hier sind nämlich Fische drin. So, das müssen wir im richtigen Moment einfrieren. Und, komm. Sehr schön. Ah, ist knapp, aber es geht. Knapp, aber es geht. So, hier müssen wir uns auch beeilen. Obwohl, nee, eigentlich gar nicht. Müssen wir einfach nur auftauen. Dann hochfahren lassen. Und dann einfrieren. Na, wobei, wir könnten es doch noch schaffen. Wir schreiten relativ schnell voran. Zack, ich glaube da hinten, wenn wir jetzt hier durchkommen, ist es sogar auch schon zu Ende. Komm, 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 komm. Scheiße. Als ob. Unnötig. Ist es eingefroren? Nein. Ah, Hilfe. Komm schon. Schon ein bisschen runterkühlen und volle Pulle. Sehr schön. So, und dann fangen wir hier schon an aufzutauen. Ein wenig. Und dann werden wir dann hier nach oben getrieben. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Mach schnell, mach schnell, mach bitte schnell. Der Fisch ist genau unter mir. Ah. Vielleicht helfen uns diese Roboter. Entschuldigung, habt ihr irgendwelche maskierten Typen gesehen? Vielleicht sollte ich mit ihnen sprechen. Ein Maskierter hat vor kurzem eine Bestellung abgeholt. Sie haben kürzlich eine Nachricht von ihm erhalten, die sie uns für ein geringes Entgelt zahlen werden. Geringes Entgelt, die wollen einfach mal 6000 Bowls von uns. Aber natürlich, habe ich natürlich mal eben so dabei. Ich meine, klar, ich habe sie dabei, aber trotzdem, die muss ich euch doch nicht unbedingt geben. Aber gut. Hallo, ja, ich hier, ey. Nein, nein, nein. Oh Mann. Ja, ich
bräuchte noch zwei Ladungen Schwefelsäure. Ups, sagen wir lieber 5 Ladungen und 4 Portionen flüssiges Schwefel. Ups, und dann noch 6 Kisten Nitroglycerin und und Sie müssten das liefern. Hey, was? Was? Oh, nichts. Nur ein Roboterwitz. Na gut, Scherzkeks. Unser Ziel wartet schon. Alles klar. Gut, dann kommen wir jetzt meines Wissens nach auf einen Eisplaneten und danach auf einen Planeten, den ich zu meinen Favoriten zähle, weil ich freue mich jedes Mal, wenn ich da bin. Aber warum? Das werdet ihr dann, wenn wir schnell genug sind, entweder in der nächsten oder wenn wir zu langsam sind, in der übernächsten Folge erfahren. Also gut, dann Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, wenn ihr es schätzen wollt, Kommentare sind immer gerne gesehen. Und ciao. Leute, oder? Nee, da schauen wir ein anderes Mal vorbei. Und ciao, Leute.